L'Alexander zockt. Let's Plays mit Fun und Geschmack. Nimm drauf, nimm drauf, nimm drauf. Oh Gott, das sind ja da ganz schön viele. Live Invader live vor Ort. Film mich. Let's time. Live Invader live vor Ort. Feuerwehrmänner löschen hinter mir das Feuer, was so viele Häuser in Angriff nehmen könnte. Wir gehen mit der Kamera näher dran. Diese Männer beschützen uns tagtäglich vor den Bränden der Großstadt. Live Invader live vor Ort dabei zu filmen, was den meisten tatsächlich nicht gezeigt wird. Live Invader live dabei, wenn das Feuer live gelöscht wird. Ein Feuerwehrmann-Team, wie es im Buche steht. Wir kennen sie nicht, aber wir wissen, dass es sie gibt. Live Invader invaded live das Feuer. Und denken Sie immer zu Hause dran, meine Damen und Herren. Diese Männer hinter uns sind wahre Helden. Genau wie die Helden des PDs und des MDs ist die Feuerwehr zur Stelle, wenn das Feuer brennt. Zurück ins Studio. Brennt im Schritt, rufen Sie die Feuerwehr. Nice. Hallo, mein Name ist Drake Westman und ich habe gesehen, wie Sie das Feuer da gelöscht haben. Sie scheinen alle Feuerwehrmänner zu sein. Was war das für ein Gefühl? Verdammt, wir haben schon wieder einen neuen Notfall. Tut uns leid, Jungs, wir müssen jetzt los, aber wir lieben diese Stadt und darum halten wir hier alles sauber und machen. Wir müssen die Welt retten, tschüss. Alles klar. Sind Sie bleiben hier oder wie? Achso, nee, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, kann man vielleicht bei Ihnen mit ins Feuerwehrauto mit? Sag mal, geht's ihm, geht's? Ja, wir dürfen mit rein! Schnell. Der Chef hat zu. Alles klar. Abfahrt. Wo ist das Feuer genau? Am FIB. Ach, schon wieder. Die Feuerwehr. Ja, die Polizeistation brennt einmal mehr. So ist es. Live vor Ort, wenn die Feuerwehr immer wieder unterwegs ist. Heute mit Live Invader, Gästen dabei. Wir wissen schon, dass das Ganggebiet ist, ne? Schön lebensgefährlich, aber gefällt mir. Wie lange arbeiten Sie schon als Feuerwehrmann, wenn ich fragen darf? Heute eingestellt worden. Verstehe. Gestern Bewerbung abgeschickt worden. Ja. LSFD, Los Santos Fire Department. Die Männer, die uns beschützen. Meine Damen und Herren, zu Hause an den Geräten, an den Bildschirmen, an den Leinwänden. Diese Herren vom LSFD beschützen uns tagtäglich. Und wir sind live dabei, wie sie zur nächsten Stelle rasen. Ihr scheint. Das war ein dicker Strahl, den wir da haben. Wie viel Druck ist da so drauf? Bis zu 5 Bar können wir hochdrehen. Oha. Die Anlage hier. Verstehe. Ja. Oh Gott. Ah. Oh. Scheiß Bremsen. Rudi, einsteigen. Hat Dieter die Bremsen? Ja, Sie sind Investigativjournalist, kann das sein? Ja, ich bin Investigativjournalist Drake Westman. Gut, dass Sie mich so schnell erwischt haben. Ich weiß, man ruft all mir voraus. Ich bin immer da, wo die Hütte brennt, deswegen sind wir heute auch bei Ihnen. Das freut mich, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ja. Löschzug 187. Aha, sind Sie die eine Straßenbande? Interessante Nummer. Nein, wir sind nur der Löschzug 187, das ist Zufall. Ach, ja. So. Gegenüber von mir sitzt Ronny, aka Jesus Royce. Ja. Der aller Echte. Genau, und ich bin der Knochen-MC. Aha, das stimmt. Ja. Wir wohnen in der. Ach du Scheiße! Was ist denn hier passiert? Hilfe! Verbrennt's wieder! Da hat wohl die Asche noch nicht ganz ausgeglichen. Ja. Er ist soweit stabil. Er hatte eine mittelschwere Rauchvergiftung. Wir haben da seine Kippe nicht ausgetreten.
Colorado is on fire right now. Genau. Was sagen die Kollegen? Herr Westman? Absolut. Ja. Ich habe durchgefunkt. Die Kollegen schauen, dass sie sich zwischen zwei Einsätzen freimachen können für uns. Also jetzt nicht frei im Sinne von freimachen, sondern freimachen im Sinne von nicht löschen. Hä? Und da können wir unser Foto machen. Alles klar, wollen wir das hier machen oder wollen wir das bei Ihnen auf der Stelle machen? Also ich muss warten, bis ich Rückmeldung bekomme, wo genau die Kollegen sich dann aufhalten am Ende. Alles klar, das ist super. A few moments later. Hab die Kollegen eingeladen, sind auf dem Weg. Alles klar, dann können wir schon mal runtergehen, dann sehen die uns auch. Ja, genau so. Genau. Oh Gott. Ach Mann. Moment, der Schwerbrand ist wieder losgegangen. So, oh, bitte, das ist diesmal ein Fassadenbrand, aber den hatten wir ja auch schon. Fassaden. Höchst interessant. Man sieht auch wirklich, wie das Feuer an. Ist alles okay? Ganz ruhig, der Anzug ist feuerfest für solche Momente. Aber es war ein Schocker. Haben Sie was eingeatmet? Geht schon, ich bin Raucher. Zieh einen! Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Jawohl. So, die Kameraden sind da. Alles klar. Ja. Wenn sie zu 100% angenommen, das schwöre ich Ihnen bei meinem Hut, bei meiner roten Krawatte und bei meinem Praktikanten. Darauf nagel ich sie fest. Oh. Und danach ist nageln notiert. Wir den Tim fest. Nee, die haben wir schon gefeuert. Achso. Jetzt noch was anderes. Wie bewerben wir uns dort? Also ich kann Ihnen das sagen. Sie sehen ja manchmal was in den Wolken, ne? Das ist bei uns eher der seltenere Fall. Wir mögen so Leute, die kommen. Ich mache Ihnen das mal vor. Da vorne ist jetzt Life Invader. Tim, du bist mal ganz kurz der Chef. Geh mal da hinten zur Tür. Okay. Kommt jetzt schon der Kunde vor? Ich hab keine Ahnung, aber. Gut. Ey, Jupp. Ja. Warten Sie, ich mach Ihnen das immer vor. Also, das lief ungefähr so ab. Hallo, mein Name ist Drake Westman. Ich würde ganz gern bei Ihnen arbeiten. Sie sind Dr. Herr Bale, richtig? Guten Tag. Hallo, Herr Bale. Ich habe gehört, Sie sind dafür da, dass neue Praktikanten eingestellt werden. Ich bin ein Journalist, der investigativ ist und auch dabei sein möchte. Ich gehe zu den Leuten, ich schreibe die Anzeigen und Ihr Zeitungsartikel wird von mir vermarktet und ich schreibe ihn fertig. Bin ich bei Ihnen eingestellt? Flashback. Hallo. Moin. Arbeiten Sie zufälligerweise bei Life Invader? Ja. Ich habe gehört, heute soll eine Bewerbungsphase beginnen. Stimmt das? Nee. Oha, da hat Ihr Kollege mir gestern das Schwachsinn erzählt. Der meinte, der Herr, lass mich überlegen. Ach, Sie sind der Herr Bale. An Sie wurde ich auch geraten. Mir hat der, wie hieß denn der Kollege noch? Auf jeden Fall war der mit der Kollegin Macross, glaube ich, draußen. Und die hatten die Anzeige überprüft oder irgendwie sowas in der Art. Dann hatte ich ihn halt angerufen, weil der meinte, dass sie wohl heute angeblich suchen würden. Warte, lass mich mal ganz kurz reingucken. Ja. Schade. Okay, also theoretisch hätten wir noch Platz. Hast du irgendwelche Vorfarben oder so? Ich habe das Problem zur Zeit und während meiner Schulzeit habe ich das Schulradio geführt. Also, ich habe in einem Blog geschrieben. Zumindest kam es gut bei den Frauen an. Das hört man gerne. Ja, ja. Wenn du willst, würde ich mir auch kurz die Zeit nehmen. Ich habe gerade nichts zu tun. Dann kannst du gerne mal mitkommen. Alles klar. Einfach mal Smalltalk führen mit den Leuten. Tritt mir den Boss getroffen. Perfekt. So, nach dir. Ja. John. End of Flashback. Und genau so wurde ich eingestellt. Aha, ich möchte nur wissen, wo ich unterschreiben muss. Hier, bei meiner Rechnung. Sehr gut. Alles klar. Und Sie sind die anderen Kollegen?